Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er... Kommt! Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Und wie ist das mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Verborgener Keller. Folgt mir. Ich glaube, eure Mutter hatte mehr Geheimnisse, als euch bewusst ist. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Hauptmann Dalton? Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich durchsuche die Kathedrale. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch... Wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Noch ein glückloser Dorfbewohner. Ist also die Kathedrale von Tristram. Der gefallene Stern ist hier irgendwo.
muss der Ort sein, an dem der Stern niedergegangen ist. Der Krater ist von einem Hauch seltsamer Magie durchsetzt. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Oder? Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert.
mich schon auf den Kampf. Wir dachten, wir könnten die Toten hier einsperren. Akarat, steh mir bei! Ich habe nicht genug Arkankraft. Im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten eine ganz andere Mission. Ich brauche Arkankraft. Das kann noch nicht geöffnet werden. Ich werde noch mächtiger. Wie fühlt sich das an? Brauche mehr Arkankraft.
Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, das höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist, und dass ihre Portale in sein Reich führen. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Der Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warum bringt mir seine Knochen? Warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Das Glück ist euch hold, alter Mann. Ich bin hier, um euch zu Lea zurückzubringen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren.
Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Ich habe mein Versprechen gegenüber Lea erfüllt und ihren Onkel Deckard Cain gerettet. Alles, was jetzt noch zwischen mir und dem gefallenen Stern steht, ist der Skelettkönig, der zurückgekehrt ist, um Tristram erneut in Finsternis zu stürzen. Onkel, du lebst! Dank dir und deiner Freundin hier. Unsere Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir über den gefallenen Stern erzählen? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen. Mir ist zwar jeder einzelne meiner Gegenstände sehr ans Herz gewachsen, aber wenn es sein muss, kann ich mich von ein paar Sachen trennen. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Was? Chelsea, wie nett von euch zu fragen. Meine Leute sind Nomaden, die wir ziehen. Wir sind immer auf Reisen und suchen das Land, in dem wir uns womöglich niederlassen werden. Ein jeder von uns hat einen wahren Blick. Doch nur bei wenigen ist er so scharf wie der meine. Männer begehrten mich schon immer wegen meiner Visionen, müsst ihr wissen. Nun ja, vielleicht nicht nur deswegen. Aber jeder will wissen, was die Zukunft für ihn bereithält. Ich weiß, was meine Zukunft für mich bereithält. Sie wurde bereits geschrieben. Könnt ihr euch denn auf nichts anderes konzentrieren als Macht und Prophezeiungen? Lebt doch ein wenig im Hier und Jetzt. Es ist alles, was wir haben. Warum sollte ich das tun? Das kann ich nicht tun. Was bedrückt euch, Freund? Meine Frau, sie ist schwer krank. Ich hoffe, sie wird bald gesund. Verzeiht, doch die Fähre nach Wortham steht still. Wir können bei all diesen Ereignissen niemanden übersetzen. Es ist zu unsicher.
Erzähl es niemandem, aber ich habe ein paar neue Waren, die du unbedingt... Klar, natürlich mache ich auch mal Geschäfte mit zwielichtigeren Gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Dieses Tor ist auf Befehl des Hauptmanns verschlossen.